Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer frischen Aufnahmesession von Far Cry 3 in der Classic Edition. Wo bin ich? Wo bin ich und wo muss ich hin? Ich glaube, ich weiß noch ungefähr, wo ich hin musste. Ja, das war hier oben. Ich würde auch sagen, wir bringen das zu Ende. Also, was heißt zu Ende? Ich bin mir relativ sicher, also, das ging jetzt schon lange genug mit Bug. Es sollte bald mal ein Ende nehmen. Deswegen mache ich hier eine kleine Schnellreise hin, um zu schauen, ob es denn ein Ende nimmt. Und ob wir endlich, was war's nochmal, der Dolch? Wir haben den Kompass zusammen gebastelt und jetzt müssen wir den Dolch finden. Eigentlich müssen wir den Dolch finden. Mal gucken, ob wir jetzt endlich den Dolch finden. Vorher. Sehr gut. Da hätte ich jetzt nicht unbedingt dran gedacht, aber ist nicht unbedingt dumm. So. Ja, hier einmal den Körperpanzer wieder voll machen. Achso, habe ich irgendwas zum Verkaufen? Na, ein bisschen was. Hin? Ich hatte doch... ach da, hä? Irgendwie verwirrt mich das Menü gerade. Aber okay, ich glaube, jetzt habe ich's. Ich muss gestehen, ich bin etwas müde. Das könnten also interessante drei Folgen werden, die ich mir vorgenommen habe, heute aufzunehmen. Es ist viel zu früh. Ich muss viel zu früh arbeiten und deswegen muss ich noch viel zu früher anfangen aufzunehmen. Ich sag nicht, wie viel Uhr es ist, weil ich glaube, für den Großteil der Menschheit ist es nicht früh. Aber für mich ist es unfassbar früh. Es ist eine richtige Überwindung, heute aufgewesen aufzustehen, um aufzunehmen und zu arbeiten. Obwohl ich mich aufs Aufnehmen gefreut habe, aber ich habe mich noch mehr darauf gefreut, ein bisschen länger zu schlafen. Es ist so, wenn man sich zwischen zwei schönen Sachen entscheiden muss und eigentlich die produktivere nehmen sollte. Ist es ein Hai? Ich glaube, das habe ich noch für irgendwas gebraucht. Und wenn ich gerade schon mal hier bin? Habe ich ihn erwischt? Er schwimmt zumindest nicht mehr. Ich gehe mal hin und traue mich nachzuschauen. Das könnte... ja, das sieht gut aus. Nimmst du's? Ja, ja, sprich mit Buck. Ich weiß, ich wollte nur kurz... kurz einen kleinen Abstecher machen. Okay, anscheinend habe ich es doch nicht für irgendwas gebraucht. Warte, ich check das nochmal kurz. Schub. Halte ich vollständig und bietet vier zusätzliche Gesundheitsfelder. Diese vier Felder generieren sich nicht. Das ist ja krass. Muss ich mir merken. Schärfte Sinn ermöglichen das Gegner durch ihren Geruch und Sprengstoff. Gut, okay. Sprintschub. Auch nicht schlecht. Achso, Scharfschütze. Ein Cocktail aus natürlichen Stimulantien, der die Präzision beim Schießen aus der Hüfte verbessert. Mhm. Krass, krass. Ich benutze viel zu wenig davon. Okay, Feld des schwarzen Panthers. Sicher, dass ich keine Haihaut gebraucht habe? Ich war so überzeugt davon. Oh Gott, die Ziege! Ich brauche viel zu viel Ziegenfell. Na gut, Brennstoffgurt, Raketenbündel. Nee, auch alles nicht. Na gut, dann lag ich da wohl falsch mit dem Hai und ich habe ihn völlig umsonst getötet. Happens. Guck mal, ein Auto. Laufe ich den Rest, oder? Ich laufe eh irgendwie ein bisschen falsch. Ich muss eher so hier lang. Ach komm, ich nehme das Auto. Auch wenn ich nicht glaube, sonderlich weiter mit zu kommen. Ganz, 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 ganz gespannt. Entspannt, nicht gespannt. Entspannt, entspannt fahren wir. Ich bin so müde dafür. Ja, ja, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es. Aber ich bin mir etwas unsicher. Okay, da geht gleich eine Straße hoch. Ja, die nehmen wir. Heute mal kein Offroad. Zumindest nicht, solange ich es vermeiden kann.
Demi erschreckt, sagte sie und fuhr einfach weiter. Ich wollte schon mal helfen. Am Ende war das der Feind, der von irgendeinem Tier angegriffen wurde. Kam mir auch blöd vor. Ja, wie er da sitzt und sich sonnt. Hallo, Buck. Der Kompass zeigt bergab. Was? Kein Hallo? Oh, wie schade. Geschichte. Captain Lincolns Grab. Die Legende behauptet, dass der da voll auf Pharao machte und sich ein Grab bauen ließ, bevor Seng-Hi kam und sein Reich einstampfte. Aber niemand wusste, wo das Grab ist. Doch, ich tippe mal. Bon voyage, Mann. Kein Problem, das kann ich schaffen. Kann ich das? Was soll ich da einfach runterspringen? Sieht jetzt nicht so aus, als würde ich hier irgendwie runterklettern müssen. Ach, scheiß drauf. Hui! Ah! Finde den Eingang. Okay, warte, hol erst nochmal Luft. Ach so, ich muss gar nicht untertauchen. Ich muss da hochklettern. Okay. So, bitte. Ja, fast. Sehr gut, danke. Das mit den Lianen funktioniert immer irgendwie erst mal ein zweites Mal. So. Eingang gefunden, würde ich behaupten. Oder auch nicht. Ernsthaft nicht gefunden? 1120. War das hier nur für das Stufe Relikt oder wie? Ah! Bin einfach dran vorbeigelatscht. Kann man ja auch mal sehen, so gut wie sich das in die Wand integriert hat. Sind die mir immer einen Schritt voraus? Warum haben die immer Hunde dabei? Warum müssen diese Hunde immer so wütend sein? Und immer wieder bekomme ich das Gefühl, dass es auf dieser Insel keine Kondome gibt. Was machen die alle hier? Hat Buck die etwa geschickt? Von oben habe ich eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich gut genug dafür stehe, ob es mir vorher anzeigt. Nee, ich glaube. Okay, jetzt einfach so gemacht. Krasser Scheiß. Wo geht's denn hier weiter? Ach, da! Ah!
Ich habe auf jeden Fall noch einen zweiten gesehen. Was war das? Voilà. Findet den Mistkerl! Du killst uns, wir killen dich. Oh, der Dicke, nein! Warum sind wir dann aus Fläche der Dicke? Alter! Hab schon mal gesagt, dass ich Hunde hasse? Alter, wo ist er denn? Warum steht er noch? Oh Gott, der Fette! Du sollst den scheiß Bunny werfen! Oh Gott! Schön, dass du die Knöpfe... Du sollst dich verficken. Aber hey, was war denn jetzt los? Okay, dass ich die Kamera in die Hand genommen habe, war meine eigene Schuld. Das gebe ich zu. Aber A, hatte die Granate nicht genommen, obwohl ich sie ausgewählt habe. Und B, habe ich vergessen. Aber war auch nicht gut. Heilen! Heilen! Ich habe Dreieck gedrückt und er hat sich einfach nicht geheilt. Oh, ich kotze im Quadrat, ey. Versuch jetzt mal die feige Variante. Was machen die alle hier? Hat Buck die etwa geschickt? Lassen Sie nicht drauf ein, ne? Komm da, komm nur raus, wenn du dich traust. Schade. Oh, toll. Ja, sie ist runtergefallen, aber... Und schnappt ihn los. Wo seid ihr denn jetzt alle? Sucht alles ab! Ah, von wo? Oh, von da. Nö, ja, warte kurz. Wer rennt denn da so komisch in die Ecke? Okay, einer kommt auf mich zu. So, noch irgendeiner? Sieht gut aus. Gut, Olli mitgenommen. Oh Mann! Naja, gut, den dicken. Einmal angezündet und dann ging das auch schon. Oh, cool. Ja, ich muss mir gerade nur eine Schutzweste holen. LOL! Hallo! Du Arschloch! Das ist wie ein Spinnennetz. Geiler Scheiß. Wo? Ich reiß dich auseinander!
Unter mir? Oh ja, ich glaube, diese. Was war das denn? Erstmal ein bisschen, soweit es geht, von hier oben aufräumen. Ich meine, warum nicht? Versuch mich anzuzünden. Ich komme nicht runter. Ich fühle mich hier gerade ganz wohl. Bist du der Letzte? Jetzt aber. Das sieht doch gut aus. Ich weiß eh nicht genau, wie ich jetzt runterkomme. Ich glaube, das hier, ja, kriege ich hin, ohne mir weh zu tun. Jetzt. Muss ich da runter? Ich weiß nicht genau, wo ich lang muss. Aber wahrscheinlich da lang. Was liegt denn da? Geld. Oh Gott. Ist das wert, diesen gefährlichen Weg entlang zu gehen? So, ist wie eine Granate oder Molly wäre mir ja lieber gewesen, aber okay. Mit dem letzten Schuss im Magazin getroffen. Gutes Gefühl. So. Er hat gesagt, ich soll loslassen. Oh, nice. Soll ich hier lang? Warum liegt hier bei Geld rum? Habt ihr keine Geldbörsen? Das sieht nach Säure aus. Da gehe ich sicher nicht rein. Okay, dann. Great. Ah, nur die Schulter. Weiter am Text. Don't step on the Säure, please. Irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Hier liegt viel zu viel Zeug rum. Irgendwie schieße ich mit der AK einfach besser.
Ach, Junge, weißt du was? Wer schießt denn da noch auf mich? Willst du mich verarschen? Gut. So trifft hier keiner von uns beiden. Komm, da war doch gerade nichts. Ich habe extra gewartet. Gehst du mir hart auf den Sack. Verstärkung? Nee. Ich rechne die ganze Zeit damit, dass da jetzt Verstärkung rauskommt. Ist gar nicht, muss ich hier lang? Da oben komme ich nicht lang. Gerne da hoch, aber dem sieht nicht aus. Na gut. Sauber. Guter alles Sniper, ne? So, ich will nicht weitergehen. Aber ich muss. Ich schalte einmal kurz nach. Hilfe, ich bin abgerutscht. Sorry. Lol, Hilfe. Okay. Oh Gott. Ich laufe einfach durch. Klettern, Jay, klettern. Oh, hi. Hatte sich hier noch einer versteckt, oder wie? Der Dolch gehört mir. Oh Gott, haben wir es geschafft? Ich weiß nicht. Lass uns diese... Dieselbe Tür wie letztes Mal. Dann lass sie uns öffnen und es herausfinden. Sesam, öffne dich. Boah, das Ding ist riesig. Die Brücke ist Toast. Es muss einen anderen Weg geben. Soll ich hier straight runter? Irgendwo tut sich doch nur wieder weh. Habe ich nicht sowas wie eine Brücke? Ah, guck mal da. Let's take the safe way. Mann, das riecht nach Schwefel. Oder ich habe was Falsches gegessen. Aber wo komme ich denn sicher lang? Also die Steine gerade waren nicht so cool. Warte, es steigt und es sinkt. Ich warte nochmal. Na, jetzt tut es wieder. Okay, aber dann kann ich rechts rum und dann müsste ich eigentlich safe sein. Ja, ist doch vorbei. Ist doch gut, Jung. Nimm das hier mit. Beeil dich ein bisschen, wir haben nicht so viel Zeit heute.
wieder die Lianen. Ich wette, das hat seit Jahrhunderten keiner gesehen. Aber ich sehe keine. Wahrscheinlich noch weiter unter mir. Oh ne, das sind gar keine Schlangen. Dieser Kerl war wirklich ernsthaft verrückt. Okay, hier ist alles clean. Gut. Dann, interagier mal, Jason. Da bist du ja. Oh, weg! Ich wollte gerade sagen, hast du noch nie... Du hast dich doch mit Indy verglichen. Dir hätte klar sein müssen, dass sowas passiert, wenn du das teure Artefakt einfach da wegnimmst. Ah! Gott. Das war ein sehr unnatürliches Quicktime-Event. Hey, geschafft. Du bist nicht hier. Dieses Mal nicht, Junge. Hast du es gefunden? Das Messer? Das Grab? Ja, ich habe den Dolch. Ich komme. Wir treffen uns bei mir. Was ist denn bei ihm? Unglückliches Wiedersehen. Na, das wird ein Späßchen. Geh zu Bugs Hütte. Wo ist das? Da unten? Bei Bad Town. Ah, okay. Alles klar. Da werden wir es auf den Weg hin machen. Allerdings erst in der nächsten Folge. Jetzt hoffe ich, dass euch diese gefallen hat und ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin.